And the Oscar goes to... Taylor's Oldest Time. Nee, 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 nee. Danke für dein Singen, Johannes. Beauty and the Beast. Frohes neues Jahr, wir reden über JFK. Wie, was? Ich wurde belogen. Nein, frohes neues Jahr, willkommen zurück zu Back to the Oscars. Warum reden wir immer beim Soundcheck leiser als bei der Aufnahme? Das ich rede immer genauso, wie ich rede. Nein. Nein. Doch, warte. Lüge nicht. Also, willkommen zur dritten Episode, oder? Zur dritten Episode von der zweiten Staffel von Back to the Oscars. Steigt ein in unseren DeLorean oder in euren eigenen DeLorean, den ihr euch inzwischen gekauft habt, hoffentlich, und reist zurück ins Jahre 1992, wenn wir über Filme reden, die im Jahr rauskamen. Eigentlich haben wir keinen Grund, in das Jahr zurückzureisen. Wir können genauso gut jetzt drüber reden. What? Was? Ich konnte dir nicht ganz folgen, tut mir leid. Ich lasse es einfach mal stehen, ich habe keine Antwort hierauf. Yo, wir wollten eigentlich über The Beauty and the Beast reden. 2019, wir sind immer noch nicht professioneller geworden, nee. Aber es hindert uns nicht daran, über Filme zu reden. Das ist kein Vorsatz von uns. Also. Ihr hört wieder Back to the Oscar Staffel 2, sagte ich bereits, und wir reden über Beauty and the Beast und ich wiederhole mich langsam, also sage ich lieber mal, von wem der Film so ist. Kannst du das sagen, wer du bist? Oh, ich bin der Colin, hallo. Und wer seid ihr? Ich bin der Hannes. Ich bin der Ted. Hi. Und der Film ist von Gary Truesdale und Kirk Voice und es spielen mit Paige O'Hara, Robbie Benson und Jess Corti und viele mehr. Also sie spielen nicht mit, sie sprechen mit, aber... Und singen. Das meine ich. Vergiss singen nicht. Ja, sie singen mit. Tatsächlicherweise ist irgendwie, der Film dauert 1 Stunde und 24 Minuten. Mhm. 25 Minuten davon ist Gesang und nur 5 Minuten davon sind komplett ohne Musik. Hm. Okay. Ja. Hm. Ja. Das ergibt Sinn. Ja. Es ist der erste nominierte Film. Der erste nominierte. Gott, was ist gerade los? Der erste nominierte Film aller Zeiten. Let's try that again. Es, Prost, Neues. Colin, dein Schluck Wasser. Ihr seid auch überhaupt nicht hilfreich. Ihr macht das alles nur noch chaotisch. Wann war die letzte Aufnahme? 2, 3 Wochen her? Ja, wir haben alles verlernt. Letztes Jahr. Ey. Also, es ist der erste animierte Film, der für Best Picture nominiert wurde. Das wollte ich eigentlich sagen. Und bis 2009, bis abnominiert wurde, blieb er das auch. Gesamt wurden nur 3 animierte Filme nominiert für Best Picture. Ab Beauty and the Beast und Toy Story 3 im 2010 dann. Mhm. Warte, was hast du gesagt? Abnominiert? Ja. Ab. Oben. Der Film mit den Ballons und so weiter. Ach so, ab. Abnominiert. Ja. Ah, sorry. So, wurde seine Nominierung weggenommen? Abnominiert? Nein. Also der Film ab. Naja, theoretisch genau. Heutzutage kann man eigentlich jeden Film als animierten Film angucken, ey. Ja, ist eine philosophische Diskussion, die wir gerne mal anders führen können. Lass uns besser dazu. Aber inzwischen gibt es ja auch irgendwie die Kategorie bester animierter Film bei den Oscars, die es aufgrund diesen Films gibt anscheinend, weil er halt irgendwie nominiert wurde und animiert war und dann sich die Akademie dachte, man könnte echt eigentlich animierte Filme öfter irgendwie Preise geben und... Naja, ich meine, damit kommt man halt drumherum, animierten Filme in die Best-Picture-Kategorie zu schieben und man kann sie halt separat. Am Ende sind es aber trotzdem mehr animierte Filme, die in den Spotlight kommen. Also im Prinzip, genau. Normalerweise wird dann einer vielleicht, wenn es hochkommt, nominiert werden. Und so hat man halt eine Kategorie, wo man halt Minimum über 5 Filme redet. Ja. Wovon meistens irgendwie jedes Jahr doch nur 1 oder 2 so richtig irgendwie interessant sind. Also, ich weiß nicht, diese animierte Kategorie, kann man drüber davon halten, was man will, glaube ich. Ja, es gibt immer jedes Jahr genau einen Film, der es wahrscheinlich gewinnen wird. Dieses Jahr wird es interessant. Da gibt es 2, die Frontrunner sind, aber die 2 Frontrunner sind Incredibles 2 und Into the Spider-Verse seit neuestem. Der und Isle of Dogs. Oder gilt der als animierter Film? Das ist ein Stop-Motion-Animation. Ja, ich meine, das ist ein animierter Film. Ich bezweifle, dass der eine Chance hat, aber... Ich bezweifle, dass Spider-Man die Art Film ist, die sowas gewinnen würde. Also der Spider-Man hat gerade ganz schön Awards Traction. Also. Ja. Ich liebe den Film, aber für mich, keine Ahnung. Incredibles ist so das, wo ich mir denke, okay, ja, es ist ein Pixar-Film, aber Oscar... Ja, jeder hat so einen Film, wo er sagt, nee. Gut. Wir hatten gerade gesagt, man kann eigentlich eh mal über einen Film der animierten Kategorie reden. Jetzt reden wir über 3, lass uns doch lieber über diesen animierten Film hier reden, Beauty and the Beast. Er ist auch der einzige animierte Film, der für Best Picture nominiert wurde, als es nur 5 Nominierte für Best Picture gab.
Sowohl Up als auch Toy Story waren dann irgendwie 1 aus 9 oder 1 aus 8 oder was? Ja, was es gibt dann ja offiziell 10 Slots. Mathematisch ist es fast unmöglich, dass es 10 Nominierungen geben kann. Deswegen sind es meistens 9 oder 8. Aber was meinst du mit mathematisch? Wie das Voting für die Nominierungen stattfindet, ist der 10. Platz fast unmöglich zu füllen. Die genauen mathematischen Erklärungen schaust du bitte irgendwo anders nach, bei jemandem, der Mathe kann. Okay. Wollen wir jetzt endlich mal über Beauty and the Beast reden? Worum geht's denn in dem Film? Ich glaube nicht, dass wir das erzählen müssen, worum es in diesem Film geht. Ja, genau darum. Also Belle trifft Beast, Beast trifft Belle. Beast will Belle erst essen und dann verlieben sie sich oder so. Hast du den Film gesehen? Ja. Hast du ihn gesehen? Vor 20 Jahren. Oder? Nein, ich habe das Remake neulich gesehen, als es rauskam und habe den Original noch nicht gesehen. Und jetzt habe ich auch mal den Original gesehen. War das nicht letztes Jahr? 2017. Ich meine ich ja, das war das vorletztes Jahr. Ja, vorletztes Jahr. Wir haben diesen Podcast schon gemacht. Gott, machen wir das viel zu lang. Ja. Wie fandet ihr den Film? Fand ihn ein 90er-Jahre-Disney-Film. Als ich so vor 5 Jahren, wenn mich Leute gefragt hätten, was dein Lieblings-Disney-Film, war Beauty and the Beast einer von denen, den ich erwähnt hätte, weil ich sie alle seit 10 Jahren nicht mehr gesehen hatte. Das heißt, ich habe da nicht wirklich drüber, hatte da keine großen Erinnerungen dran, nur so, was man halt als Gefühl als kleines Kind hatte. Und da hat er mir super gut gefallen. Also ich kann mich erinnern, als ich klein war, dass ich den Film geliebt habe. Aber jetzt, wo ich ihn wieder angeschaut habe, er ist schon ein kompetenter Film. Aber Best Picture, I don't know. Nicht mal, nachdem du die Konkurrenz gesehen hast? Obwohl, ja. Okay. Letzte Recording ein bisschen her. Ja. Aber ja, okay, wenn wir die ganze Konkurrenz anschauen, dann hat das definitiv eine Nominierung verdient. Johannes? Ich fand ihn sehr schön. Das ist ein sehr charmanter Disney-Film. Ich stand ja auch dem Remake vor 2 Jahren ganz, ganz positiv gegenüber. Ich habe den jetzt das erste Mal gesehen tatsächlich. Also ich kannte den davor nicht. Ich auch. Ich hatte zuerst das Remake gesehen. Fand das Remake ganz gut, ziemlich gut. Und ich fand auch die animierte Version total charmant und süß, wie es halt ein animiertes Disney-Musical normalerweise ist. Ja, ist definitiv in dieser Kategorie eine der besseren, die ich gesehen habe. Ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, dass ich als Kind wäre ich wahrscheinlich mehr verzaubert davon gewesen. Inzwischen bin ich einfach zu, ich weiß nicht, zynisch, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich mochte den Film sehr. Es ist halt aber nicht unbedingt die Art von, also es ist nichts, was ich jetzt, ja, was jetzt unbedingt direkt das erste wäre, was ich mir aussuche, wenn ich mir jetzt einen Film anschauen müsste. Aber ich fand ihn sehr charmant. Die Songs kannte ich ja inzwischen, deswegen war sehr schön, das Ganze auch jetzt im Vergleich zum Remake natürlich zu sehen, wo die Unterschiede waren und wo dann doch die Gemeinsamkeiten waren, wo so ein paar Überraschungen für mich dabei waren. Und ja, die Animation ist halt total geil. Also ich verstehe die Best Picture-Nominierung total, weil es ja auch einer der ersten Animationsfilme dann war, die Computertechnologie mitverwendet haben und so 3D Camera Movements und Kamerabewegungen und so weiter, zum Beispiel in dieser Ballkleid-Szene, wo sie dann da irgendwie da rumwirbeln und die Kamera um sie rumfährt und so weiter, und das war total innovativ damals, die Animationstechnologie und so weiter. Meinst du die Szene ganz am Ende, wo sie dann tanzen? Genau, ja. Aber ist es nicht... Ich glaube, du meinst die Szene, wo die sie aus irgendwie Dornröschen übernommen haben, wo es genau das Gleiche ist. Ich glaube, ihr meint unterschiedliche Szenen. Ich glaube, du meinst die, wo wirklich der Beast und Belle miteinander tanzen. Und du meinst die am Ende, wo er wieder der Prinz ist. Ach so, ja, okay, dann habe ich die Frage. Okay. Nee. Weil ich weiß eine, wo sie die einfach, ich weiß aus einem älteren Disney-Film, wo sie es 1:1 einfach übernommen haben. Ich meine, das haben sie ein paar Mal gemacht. Ja, ja, wo du Szenen aus dem Dschungelbuch dasselbe wie deinem im Film sind. Ja, ja, total. Das war genau das letzte war halt irgendwie aus Dornröschen oder so. Ja. Wo sie auch am Ende tanzen oder irgendeinem anderen Disney-Film. Ja, ich erinnere mich, ich habe mal ein Video dazu gesehen oder so, aber ich erinnere mich halt noch, dass die Technologie total innovativ und neu war und abgefahren und so weiter. Deswegen, ich kann total verstehen zu der Zeit, warum der eine Best Picture-Nominierung bekommen hat. Und ich verstehe auch total, warum das für die meisten Leute, die irgendwie auf Disney stehen, das ist der Klassiker unter den Disney-Animationsfilmen für viele Leute. Ich bin nicht damit aufgewachsen, deswegen diesen Status hat er für mich natürlich nicht. Aber ich fand ihn total süß, charmant, die Musik war cool, schöne Märchengeschichte. Colin.
Ja, ich habe das. Ich bin wie du. Ich habe den Film als Kind auch nicht gesehen. Ich habe den das Remake auch gesehen. Wir haben darüber geredet. Meine Meinung war nicht so positiv wie deine, wie es halt immer in diesem Podcast war. Das Einzige, was ich mit dieser als Kind irgendwie mit dieser Story zu tun hatte, ist, dass ich mal irgendeine Märchenversion halt als Märchen gehört habe und mich irgendwie aus komischen Gründen dran erinnere. Und das, ich weiß nicht, ob das originale Märchen war, auf jeden Fall war es ein bisschen dezent anders und deutlich düsterer. Mhm. Und irgendwie war es eine komische Story und ich habe mir als Kind gedacht, hä, was war denn das für eine Story? Und was will mir die Story sagen und sie ist doch irgendwie sinnlos. Und fand es doof. Und dann habe ich immer nicht verstanden, warum Leute Beauty and the Beast so hypen. Und ja, dann beim Remake habe ich es erst recht nicht verstanden, warum man Beauty and the Beast so hypt. Und diesen Film fand ich echt nett, fand ich richtig gut. Fand ich sehr charmant und habe verstanden, warum man Beauty and the Beast so hypt. Auch wenn das Remake nicht hätte so hypen sollen. Yeah. Nee, da ist einfach sehr kompetent umgesetzt. Und es ist wohl einer der Filme von diesen Oscar-Nominierten, mit denen ich am meisten Spaß hatte. Obwohl es irgendwie so ein Disney-Musical ist, worauf ich sonst nicht so sehr Lust habe. Es ist halt einfach richtig gut. Und kurzweilig. Also ja. Der ist schnell vorbei. Ja, ist knackig. Ich erwarte eigentlich nicht so einem Film, dass er kurzweilig ist, weil was passiert? Belle geht in dieses Schloss, sie hängen gemeinsam im Schloss rum und am Ende sind sie verliebt. Ich wusste ja, was die Story ist und ich habe mich immer gefragt, wie zur Hölle macht man da einen Film draus? Vor allem einen Film, der irgendwie dann nicht langweilig wird. Mhm. Mhm. Und ja, es funktioniert halt. Also, die Charaktere sind halt total sympathisch. Eigentlich alle Charaktere in diesem Film. Inklusive. Selbst Gaston. Ja, selbst Gaston, wollte ich gerade sagen, ist irgendwie, macht Spaß anzuschauen und dann schaut man es einfach gern an. Die Lieder sind gut. Ja, die Lieder sind eigentlich wirklich gut und die Animation dazu ist gut und das funktioniert und passt einfach alles zusammen und macht viel Spaß. Deswegen habe ich diesen Film sehr gern angeschaut. Jetzt bin ich der Einzige, der mit dem Film aufgewachsen ist oder generell mit Disney-Filmen aufgewachsen ist, aber den neuen Film halt gar nicht angeschaut hat. Hm. Und ich überhaupt keine Referenzen habe, was da der Vergleich ist, was da schlechter oder besser gemacht wurde. Obwohl, wo ich mir sicher sein kann, wie lang ist der? Er ist definitiv länger. Er ist länger? Das würde ich gerade sagen, ja. Und genau das macht ihn auch deutlich, deutlich schlechter, finde ich. Es macht ihn schlechter auf jeden Fall, weil es ist ja im Prinzip ist ja so eine Märchengeschichte, wie du auch schon gesagt hast, es basiert halt auf irgendeinem Märchen und wurde halt disneyfiziert, also ein bisschen weniger düster und so weiter. Und was ich jetzt an dieser animierten Version total geil fand, ist halt, dass es einfach, es fühlt sich an wie ein kurzweiliges Märchen. Es ist so, wir lernen ein paar nette Charaktere kennen und erfahren so ein bisschen eine sehr effizient erzählte Liebesgeschichte, weil es sind einfach die Punkte, die man braucht in der Liebesgeschichte. Und dann ist doch so ein bisschen Drama zwischendrin und dann findet das Ganze ein großes Finale und wir haben die große Musical-Nummer zum Abschluss. Und das vor allem im Vergleich zu den ganzen anderen Filmen, die wir hier anschauen mussten, wie mit einem 3 Stunden JFK und was weiß ich, was da alles noch dabei war. Der sich wie angefühlt hat wie 10 Stunden, war das halt so, ja, den hat man halt mal schnell weggesnackt. So. Also wir hatten eine Monolog-Episode mit Prince of Tides, lass es nicht nochmal über Prince of Tides reden. Genau, und das, also jetzt so im Vergleich, dann das Remake, ja, ist da bei mir auch nochmal so ein Stückchen abgefallen, einfach weil ich mir gedacht habe, ja, das hätte das Remake definitiv besser vertragen können. Und die Dinge, wenn ich mich jetzt zurückerinnert habe beim Schauen, die jetzt im Remake länger waren oder dazu gedichtet waren und so, haben alle eigentlich nicht so wirklich mehr gebracht der Story, sage ich jetzt mal. Ich halte das Remake jetzt für noch unnötiger, nachdem ich das Original gesehen habe, weil alles, was an dem Remake irgendwie ansatzweise gut ist, eine Shot-zu-Shot-Übernahme aus dem animierten Film ist. Ja, genau, ja, definitiv. Dann muss man es nicht nochmal machen. Ja, nee, also, da stimme ich dir schon zu. Ja. Es war einiges Gutes dabei im Remake, aber sie haben auch echt viele Shot-für-Shot übernommen. Genau, also ja, und alles, was halt am Remake dazu gedichtet wurde, war halt so ein bisschen unnötig. Egal, hört Episode Nummer 111, da ist... Wie hast du das bitte? Ich rate einfach nur, ich sage dauernd den Zuhörern falsch. Ob es die 111 ist. Es ist sicher nicht die 111, aber das müssen die Zuhörer nachschauen, die unser Beauty and the Beast Review hören wollen. Zum Remake, jetzt reden wir über den Originalen. Ja, aber ich will auch betonen, also Disney-Animation ist halt einfach richtig gut gemacht. Ja. Also vor allem beim Beast fand ich das halt super. Manchen Szenen, wie er sich bewegt, wie sie es schaffen, bei quasi so einem Monster so innerhalb von 2 Sekunden Emotionen zu zeigen, wie er von einer Emotion zur nächsten springt, finde ich super. Die Mimik von Beast war super. Die Mimik, was mich gestört hat, war, dass er immer unterschiedlich groß war in jeder Szene. Ja, das ist, ja, okay. Egal, nee.
Nee, muss ich dir recht geben. Beast war super. Beast war super animiert. Als ich klein war, ich habe nie realisiert, dass er Hörner hatte. Okay. No, nie. Also, die sieht man ja ziemlich eigentlich prominent. Oder auf Englisch, you never realized he was horny. Oh my God. Okay, Moment, ich glaube, das schon hätte ich raus. Rule 34. Um das hier mal abzubrechen, es war Episode 39 unter Beauty and the Beast Review. Oh, das ist halt ziemlich. Episode 39. Was? Der kam so früh raus? Ja. Anfang 2017. Ja. Aber ja. What the hell? Okay. Die Animation war sehr stark. Ja. Bei der Musik machen sie sich ja immer Mühe und das heißt, sie machen immer irgendwas super catchy, dass man einfach nicht aufhören kann, über diese Lieder nicht nachzudenken, aber die im Kopf zu hören, diese Ohrwürmer. Ja. Gerade musikalisch bei dem Film dieses Tales of this Time, dieses Thema, was sich ja immer durch in der Version noch viel stärker als im Remake immer wieder durch die musikalische Untermalung durchzieht und dann am Ende natürlich nochmal ganz groß aufgespielt wird und so weiter. Das war schon geil gemacht. Das hat ein sehr romantisches Ende mit sich gebracht, wo ich mir eine Träne verdrücken musste. Oh. Ja. Aber es ist schon beeindruckende Musik. Ich bin ja nicht so der Typ, der solche Musik mag, aber sie ist halt einfach richtig gut. Ja. Und ja. Das bleibt im Ohr hängen und ich hasse es, weil ich die solche Musik eigentlich nicht mag, aber trotzdem irgendwie 3 Tage danach im Kopf habe. Und das sagt eigentlich genug drüber aus. So ist sie ja konzipiert, man. Genau so machen sie ja diese Musik, weil die muss ja bei den Kindern hängen bleiben und genau deswegen wollen sie es nochmal anschauen und nochmal anschauen. So war es bei mir früher. Ja. Ich hatte die ganzen 90er Disney-Filme, die ein bisschen älteren und dann halt so ein Stapel und Stapel von VHS, von alten Mickey Mouse, Donald Duck-Filmen und Episoden von anderen Sachen. Also die wissen, wie sie Kinder dazu bringen, sich in sowas zu verlieben und dann immer und immer wieder anzuschauen. Nee, macht ja auch Sinn. Also das und vor allem bei so einem Film, wo man nicht erwarten würde, dass ein kleiner Junge das größte Interesse hätte, nochmal anzuschauen. Aber ich habe diesen Film geliebt, als ich klein war. Ja. Nee, ich würde mich jetzt mal so aus dem Fenster lehnen, ohne dass ich es jetzt verifiziert habe. Ich würde mal sagen, der Soundtrack war garantiert nominiert, schätze ich mal. Oh ja, ich habe ja gar nicht gesagt, was er noch nominiert war und was er gewonnen sicher hat. Sicher für Best Song, oder? Also. Er hat sogar 2 Oscars gewonnen, ratet mal wofür. Für Soundtrack? Best Costume Design. Okay, nein, Best Costume Design ist es nicht. Wir haben uns die besten Kostüme ausgedacht und einfach angezeigt. Best Soundtrack, Original Music und Best Song. Ja, okay. Also genau die beiden. Nominiert war dann auch noch für Best Picture, Best Sound, Best Picture und Best Sound. Und die anderen beiden hat er gewonnen. Das macht Sinn. Ja, definitiv verdient. Fall. Also, ja, auch die Be Our Guest-Sequenz fand ich total geil in dieser Animationsform. Die kannte ich ja auch noch. Die war richtig cool und die hat mich richtig genervt im Remake. Echt? Also, ja. Okay, ja, ich fand die da auch cool umgesetzt, aber ich hatte halt immer so, ich wusste halt, das ist so die legendäre, das ist die Sequenz und das Lied, das alles, wo wir immer am meisten gefeiert haben aus der Version und das hat mich enttäuscht. Das stimmt, das war richtig gut. Hatte ich sehr viel Spaß damit, konnten sich, ich will gar nicht wissen, wie viel Arbeit es war, das zu animieren. Viel. Ziemlich. Ja, all diesen Sachen. Hey. Ja. Vor allem zu der Zeit war ja Disney, die Animations, das Department war ja kurz vorm Sterben, oder? Oder kam Ariel vorher? Das ist eine gute Frage, die ich nicht weiß. Ariel kam vorher. Ariel war vorher. Ja, okay, weil bis Ariel war es ja quasi so ein richtiger Tiefgang, in den 80ern. Wo sie quasi, sie mussten Homerun machen, ansonsten war es vorbei und dann kam halt Ariel und danach wieder Beauty quasi Beauty und Beast war der nächste, glaube ich. Ja, ich glaube, die zwei, die es dann wieder. Weil es war ja quasi, das ist ja die Disney Renaissance, so wird es ja genannt. Ja, genau. Ariel, Beauty, Lion King, Aladdin, also die ganzen Sachen, die es halt wieder rausgeholt haben muss. Und dann halt auch alle mega erfolgreich waren. Ja. And now for something completely different. Okay. Wusstet ihr, dass Clocksworth in der französischen Version des Filmes Big Ben heißt? In der französischen Version dieses Films? Ja. Oder meinst du das französische Original? Nein, in der französischen Version dieses Films. Ich glaube nicht, dass es im französischen Original einen Clocksworth Big Ben. Keine Ahnung, ich hatte gerade keine Ahnung, was ich sagen sollte und es war gerade ruhig, deswegen habe ich das gesagt. Okay, das ist lustig. Ja, das Einzige, was ich vom neuen Film kenne, weiß, dass Cogsworth von Lumière, dass das McGregor und McKellen sind. Ich sag, oh shit. Die auch die biggest names hier. Ja, die hatten einen Haufen gute Leute im neuen. Ja, Tucci war auch da. Also das Einzige, was ich über den Film weiß, über den Remake, ist der Cast. Und der Cast ist unglaublich. Und es ist interessant, wie unwichtig der Cast ist.
weil das Original einfach, wo du niemanden kennst und der Film einfach um Weiten besser ist, anscheinend. Ja. Sie hatten schon einige Leute, die sie im Original haben wollten, die man kennen könnte. Cogsworth war eigentlich geschrieben, die Rolle für John Cleese. Ja, und der hat es abgelehnt. Okay. Patrick Stewart sollte mitspielen, hatte aber dann irgendwie keine Zeit wegen Star Trek. Und faszinierend. Dann, ja, ich irgendwie so von denen, die tatsächlich mitgespielt haben, sind die... Die größten Namen sind die, die nicht mitgespielt haben. Ja, krass. Ja, aber es funktioniert auch so. Und ich meine auch beim Neuen, also die, die man am ehesten noch erkennt, sind krass, finde ich, Ian McKellen und Ewan McGregor. Die anderen, obwohl die großen Namen sind, habe ich jetzt im Neuen auch nicht so. Ja, halt Emma Watson ist halt... Gut, ich meine jetzt mal von den Sprechrollen. Emma Watson, ach so, ja, die sieht man ja auch. Ja, okay. Ach so, du meinst von den Animierten. Ja, genau. Ja. Aber ja, nee, also ich fand auch die Stimmen hier... in der Version total charmant. Es ist einfach alles in allem ein sehr charmanter Film. Da kann man nicht viel gegen sagen. Charmant ist das Wort, mit dem ich das beschreiben würde, den Film. Also er funktioniert einfach irgendwie so als das, was er ist. Er funktioniert, weil er nicht 3 Stunden lang ist. Er funktioniert, weil er nicht Prince of Tides ist. Und großes Plus. Ja, und deswegen mal meine Frage. Findet ihr, er hat eine Nominierung verdient? Ja. In diesem Jahr wohlgemerkt, nicht in einem anderen. Definitiv. Ich wahrscheinlich gar nicht mal abhängig vom Jahr machen. Also, ja. Ich würde auch sagen, auch in anderen Jahren hätte er Nominierung verdient. Ist schon einer der besseren animierten Filme, die es so gibt. Ja, und für mich hat halt dieser technische Aspekt spielt halt auch eine Rolle, ne? Zu der Zeit und so weiter. Weißt du, was der Backup-Plan für die Tanzszene war, wenn das Technische nicht funktioniert? Die einfach irgendwie mit einem Spotlight die 2 Charakter vor schwarzem Hintergrund tanzen zu lassen. Das wäre auch sehr... Weiß nicht, das wäre interessant gewesen. Das wäre die Kunstfilmversion. Ja, eben. Und das hat man irgendwie ganz viel, hat sich eh schon das Gefühl, dass ganz viel vor schwarzem Hintergrund getanzt wird, bei Be Our Guest zum Beispiel, in der Sequenz. Right, Und deswegen bin ich froh, dass sie das da nicht gemacht haben, dass es da funktioniert hat, die Technik. Ja, genau. Also gerade diese Ballroom-Szene war halt ziemlich cool. Technisch halt irgendwie so das Aufwendige und die Neuartigkeit daran. Und glaube ich auch ein großer Teil davon, warum es die Best Picture-Nominierung bekommen hat. Und unter dem Aspekt finde ich es halt total gerechtfertigt. Ist genau dasselbe wie Avatar damals. Hat Avatar... Ja. War für Best Picture nominiert. Hat aber nicht gewonnen, oder? Nee. Ah, okay. Ich glaube nicht. Nee. Ja, ich kann mich nicht erinnern. Also ich so, hätte mich gewundert, hätte er es gewonnen. Ja. Hätte eurer Meinung nach der Beauty and the Beast den Best Picture Award 1992 gewinnen sollen? Jetzt vielleicht. Unter dem, was wir bisher besprochen haben, oder? Ja. Hat er eine Chance darauf, von euch gewählt zu werden? Also, sure. Ja. Vielleicht auch. Und unter denen, die wir bisher besprochen haben, ja. Und wir wählen ja auch nicht nur einen Film, sondern 2, oder haben es letztes Mal. Genau, ja. Also, ja. Insofern, vielleicht. Ja. Ja, maybe. Vielleicht. Ja, bei mir auch. Vielleicht. Wahrscheinlich als die anderen Filme, die wir bisher besprochen haben. Um einiges. Ja. Also verglichen zu den anderen, die wir bisher besprochen haben, ist das mein Favorite bisher unter den 3. You. Ja, definitiv. Du meintest, du hattest noch Trivia dazu oder so. Habe ich immer wieder mit reingebracht. Achso, das war's schon. Ja, jetzt ich habe es ja bei der ersten Staffel am Anfang immer gemacht, weil das halt so eine lange Liste an lustigen Sachen war, weil die Filme aus den 20ern waren. Aber bei den 90 Filmen aus den 90ern sind also 2, 3 lustige, wissenswerte Sachen. In den Sachen. 90ern war nichts Lustiges, ist nichts Lustiges passiert. Ist halt zu nah an uns dran, da ist alles zu normal. Und deswegen, das, was ich halt gesagt habe mit Big Ben und bla 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 und was ich am Anfang gesagt habe mit erster nominierter Film, sind so die wissenswerten Sachen. Okay. Ja, okay. Was man vielleicht noch sagen könnte in der, oder was mich interessieren würde, in der Märchenversion, die ich gehört habe als Kind, ich weiß nicht, ob das die originale Version war, hat Maurice heißt der Vater, oder? Ja. Mhm. Genau. Es war nicht so, dass Belle zum Schloss gekommen ist und sich gegen den Vater getauscht hat, sondern dass der Vater, der hatte 3 Töchter und der hat sich freigekauft bei The Beast mit dem Versprechen, seine Töchter zu diesem Schloss zu bringen. Das klingt das mehr sich nach einem. Das hört sich logisch an. Das ist ein bisschen. Nach dem alten Märchen hört sich das an. Das ist ein bisschen, um mal diese schöne Romanze von allen kaputt zu machen, die der Beauty and the Beast mögen. Naja, man könnte sagen, Disney hat es verbessert, so. Ja. Weiß ich nicht, dazu kann ich mich zu schlecht an das Märchen erinnern. Worauf ich eingehen will, vor allem, weil du jetzt vorhin noch erwähnt, wo wir ein bisschen erwähnt haben, über die erste Staffel. Wie findet ihr Belle als Charakter, als. Vor allem in Hinsicht darauf, dass es halt ein weiblicher Charakter ist. Nun, wenigstens haben wir mal einen weiblichen Charakter. Prince of Tides hat er auch. Also. Ja, okay, sie hatten alle weibliche Charakter. Was ich damit sagen wollte, ich fand sie deutlich besser als weiblichen Charakter als die anderen, die nicht mal so wirklich als Charakter funktioniert haben, fand ich. Worauf du hinaus willst, ist, dass in den 20ern sie deutlich emanzipierter waren, die weiblichen Charakter, oder? Bei Belle ist eher ausgeglichener. Ich finde sie gar nicht mal so
Damsel in Distress, nein, ich auch nicht. Erwarten würde. Das wollte ich sagen, weil im neuen Film, im Remake, hat man, finde ich, sehr stark gemerkt, dass sie aus ihr einen emanzipierten Charakter machen wollten. Und dann habe ich, als ich das Remake gesehen habe, mir gedacht, im animierten Original muss sie wohl die richtig volle Damsel in Distress gewesen sein. Und deswegen war ich überrascht, als ich den jetzt gesehen habe, dass sie auch hier eigentlich total, also viel emanzipierter und viel, also viel, ein viel stärkerer Charakter war, als ich überhaupt erwartet hatte. Ja. Und dann erschien mir diese Holzhammer-Methode, die das Remake dafür gemacht hat, noch unnötiger, als ich es damals gedacht hatte. War jetzt kompliziert ausgedrückt. Ja, kompliziert ausgedrückt. Ich kann dir zustimmen. Also sie ist auf jeden Fall weniger, also sie ist auf jeden Fall emanzipierter, als ich erwartet hatte, als ich den Film angefangen habe. Und insofern ist das nicht schlecht. Aber jetzt, wenn wir mal uns überlegen, worüber wir letzte Staffel viel geredet haben, dass in den 20ern die Frauenrollen deutlich emanzipierter waren und wir sind jetzt 70 Jahre später, würde ich von Belle eigentlich mir mehr erhoffen, ja, okay, oder mehr erwarten. 70 Jahre später. Beziehungsweise, ja, wenn wir auch Belle als positives Beispiel hier bisher in den Academy Awards haben. Ich weiß nicht, ich finde irgendwie, fand die Frauenrollen in Bugsy und in Prince of Tides nicht so gelungen. Aber das war vielleicht nicht wegen Frauenrollen, sondern vor allem in Prince of Tides auf Rollen generell bezogen. Ja, ich mein, also keine Ahnung. Da waren halt alle kacke. Ich fand's okay. Es ist trotzdem bemerkenswert, dass wir dass man in den 70 Jahren man nicht wirklich weitergekommen ist damit. Ja, nee, also ja. Keine Ahnung, wie lange hat es noch gedauert für die, dass sie so wirklich Frauen als Hauptcharaktere und auch als den Fokus hatten und nicht irgendwie dann. Ich denke, so Frozen in die Richtung. Ich meine, bei Ariel hatten wir es auch. Bei Ariel war es aber auch so, kommt aufs Land, verliebt sich sofort in die erste Person, die sie sieht. Und ich kann mich an den Film jetzt nicht hundertprozentig erinnern, aber Ariel ist dann nicht so gut ja, in diesem Bezug. Mit Beauty and the Beast haben sie schon in die Richtung viel gemacht. Also es war genau deswegen haben sie den Charakter so gemacht, dass er liest. Also er ist plötzlich mal ein Charakter, der irgendwie eigenständig ist und was kann und was irgendwie macht, was für Frauen ungewöhnlich ist. Sie hilft ihrem Vater die ganze Zeit, ja, bei seinen Erfindungen, genau, und kennt sich definitiv besser aus als er. Sie ist die erste Disney-Princess, die nicht blond ist. Ja. Also, ah, okay. Sie haben sich schon Gedanken darüber gemacht, Moment, wir machen immer wieder dasselbe, ja, dieselbe weibliche Rolle, wir machen Belle jetzt mal ein bisschen anders. Bisschen anders. Also, aber ja, stimmt auch, sie ist auch einiges aktiver im Film, als dass ich erwartet hätte, dass sie also mehr so eine passive Rolle hat, weil im Endeffekt sie entscheidet dann, nee, ich bleib hier nicht, als sie dann wegläuft. Ja. Quasi das ist immer die Sache mit Charakteren, ist das, sind sie passiv und quasi folgen sie nur dem Geschehen und lassen sich beeinflussen, ja, genau, vom Plot, oder machen sie halt aktive Entscheidungen und das treibt halt dann die Story voran. Und es ist halt oft dann so, dass sie läuft weg, sie entscheidet, okay, ich bring dir bei, wie man Manieren hat und keine Ahnung. Ja. Halt so in diese Richtung. Nee, ich fand sie echt gut. Also, Ich glaube, dass sie, ja, da habt ihr recht, dass Belle ist wahrscheinlich wirklich auch ein positives Beispiel für die 90er. Weil allgemein, ja, okay, in den 90ern. Klar, dass es einfach nicht, ja, besonders viele solcher, ja, Rollen gab, brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich finde es auch schwierig, irgendwie anhand jetzt dieser kleinen Auswahl an Filmen jetzt die 20er zu den 90ern zu vergleichen. Ja, klar, wir haben halt auch nur echt wenige Filme aus den 20ern gesehen. Das Sample Size ist aber nicht besonders groß in beiden Fällen, deswegen. Ja, genau. Aus den 90ern, ja, gut, wir reden jetzt nur über 5 Filme, aber wir kennen deutlich mehr Filme. Klar, ja. Naja, wie auch immer. Ja. Habt ihr noch was zu sagen? Oder netter Film. Ich verstehe, warum Leute ihn mögen. Jo. Ja, also 100% ist es. Er war nicht ohne Grund mein Lieblings-Disney-Film für eine sehr lange Zeit. Ja. Das ist echt süß. Bis ich das Königreich für ein Lama gesehen habe und dann so. Das ist die ewige Nummer eins. Was finden Leute an diesem Film? Ich habe noch nie jemanden gehört, der diesen Satz gebracht hat. Okay. Ich höre dauernd Leute, die irgendwie diesen Film so feiern und ich frage mich, was findet man? Emperor's New Groove ist einfach, ich habe ihn nie gesehen, so geil. Ich habe ihn geliebt, als ich ihn immer früher auf Deutsch gesehen habe und jetzt sehe ich ihn immer mit David Spade und John Goodman und. Okay. Ich erinnere mich als Kind, als der rauskam. Ich erinnere mich an die Werbung, ich habe ihn nie gesehen. Ich erinnere mich an den Film, als ich ihn gesehen habe und ich fand ihn echt irgendwie nicht gut. Aber gut. Okay. Wir wissen schon, dass Colin und ich unsere Faves sich nicht wirklich überschneiden. Naja, ich dachte auch, dass ich Beauty and the Beast nicht gut finde, bis ich ihn als Erwachsener mal gesehen habe. Ah, und okay. Das könnte bei Königreich von Lama auch zutreffen, aber irgendwie. Meine Erinnerung daran ist doch irgendwie so, egal. Schön, dass du einen neuen Lieblingsfilm hast. Schade, dass es nicht mehr Beauty and the Beast ist. Und tschüss. Okay. Oder folgt uns auf Twitter, liked uns auf Facebook und tschüss.
Wie findet ihr das neue Design? Lasst uns wissen. Tschüss. Ja, genau, wie findet ihr das neue Design? Tschüss. Frohes Neues.